Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Overwatch-Video zusammen mit mir, dem Erzi. Wir schauen uns direkt mal an, auf welcher Map wir uns das gute Overwatch anschauen dürfen. Wahrscheinlich wieder auf das 2, wie immer. Und ob unser Suspect heute mal richtig dreist reinhält. Und es sieht mir nicht nach... Doch, es ist das 2. Was auch immer... Ja, gut, okay. Hier haben wir den perfekten Beweis. Ich freue mich jetzt schon, dass das hier gleich vorbei sein wird. What the shit, einfach nur. Und da killt er. Oh Gott, das kann sich doch niemand antun. Ja. Okay. Ich glaube, hier müssen wir nicht lange uns drüber unterhalten, was das wohl ist. Also ich würde sagen, es ist eindeutig Griefing, denn er ist, wie man sieht, eindeutig AFK und guckt nur auf den Boden. Nein, also wir haben hier auf jeden Fall den Aimbot des Todes drin. Ich verstehe solche Leute immer nicht. Wie können sie bitteschön so spielen? Ich meine, man läuft ja die ganze Zeit so umher. Oder sieht das tatsächlich nur für den Zuschauer so aus? Und in Wirklichkeit laufen sie irgendwie gerade und gucken nicht auf den Boden und drehen sich dauerhaft im Kreis. Guck mal, das ist die Textur sogar ein bisschen verkehrt, ey. Also, wer nochmal zurücksehen möchte und sich den Clipping vielleicht so anschauen möchte, ein Stück zurück, schaut sich das doch mal an. Wir sehen hier richtig die Map-Fehler noch auf dieser wunderschönen Das-2-Karte. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das hier relativ schnell durch ist. Ich wüsste jetzt nicht, warum... wir werden hier wahrscheinlich auch nichts Wunderschönes sehen. Deswegen, oh Gott, das kann sich ja kein Mensch antun. Wir werden mal ein bisschen vorspulen, bin ich der Meinung. So. Dann hauen wir nämlich direkt eins hinterher. Er ist ja sogar noch schlecht. Er stirbt ja sogar noch die ganze Zeit. Also das ist echt... Wenn man den auch noch stirbt... Und die T's führen auch noch. Es scheint auch noch ein Raid-Check gewesen zu sein. Also... Wunderschöne Kills hier an dieser Stelle. Also tut mir leid, wenn ihr das sehen wolltet. Der könnt ihr, keine Ahnung, 25% Geschwindigkeit auf YouTube machen. Ich will es nicht sehen. Ehrlich gesagt, weil das geht hart auf die Augen. Und wir wissen hier, was so der Ursachlage ist. Und wir gucken einfach, dass wir ein neues Overwatch bekommen und einfach eins hinten dran hängen, weil, ja. Das ist ein bisschen meist gewesen. Dann kann ich ein bisschen, über die letzten Videos eingehen. Im letzten Video hat jemand gefragt, bezüglich im Overwatch-Video, ob man nicht hätte hören können, dass der T auf die Kiste gesprungen ist, in der letzten Sequenz. Könnte man rein theoretisch ja, aber in der Sekunde, also ich habe mir die Szene nochmal angeguckt, mehrmals, auch im Video selbst. Und ich habe mit Leuten auch darüber gesprochen und wir sind uns eigentlich alle der Meinung gewesen, dadurch, dass er halt auch geschlichen ist und so, und halt auch die Szenen davor, könnte man gut davon ausgehen, dass das halt schon Wallhack-mäßig war. Und ich bin auch persönlich der Meinung, dass das halt, ja, dass das halt persönlich mit Wallhack war. Einer hat auch geschrieben, dass das vielleicht sogar Aimlock gewesen sein könnte. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Also für mich war da schon eher auf jeden Fall der Wallhack dabei. Aimlock, wenn denn halt... Zumindest nicht eindeutig, dass man jetzt sagen könnte, das ist auf jeden Fall der Aimlock des Todes gewesen, so wie gerade eben. So. Kriegen wir hier noch eins zugeschmissen oder ist das hier... Dürfen wir nicht. Hallo. Ich werde einfach mal das Spiel jetzt fix neu starten. Ich hoffe, die Aufnahme stürzt dabei nicht ab. So, jetzt habt ihr kurz schwarzen Bildschirm. Entschuldigung. Starten wir CSGO nochmal neu. Ja, also sowas wie gerade eben, das ist immer ganz witzig, wenn man das sieht. Aber man muss eigentlich nur die erste Runde sehen und danach ist es eigentlich egal, weil du kannst es mit den Augen, wenn man sich das die ganze Zeit anschaut, ich könnte dann vielleicht auf die Map screenen und dann die ganze Zeit irgendetwas erzählen, aber das ist ja auch eher langweilig. Wir kriegen hier keins mehr, oder? Das ist hier, für uns ist das durch. Das war unser Overwatch... Das letzte im Jahr 2016. Wir dürfen keins mehr bekommen. Das ist jetzt ärgerlich. Komm schon, gib mir eins.
Komm schon. Sonst haben wir ja tatsächlich immer Spiele gehabt, wo es halt nicht eindeutig war oder wo man halt erst immer nur in einzelnen Situationen gesehen hat, dass die Leute vielleicht irgendwie was in die Richtung Wallhack oder so anhaben. Wenn ihr immer anderer Meinung seid, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, denn ich bin auch nur ein Mensch und ich kann mich irren. Und ja, weiß ich das vielleicht fürs nächste Mal, dass ich das auch wirklich in dem Moment dann beachte, weil man sieht es hier an meinem wunderschönen Rang. Ich bin halt auch kein Global Elite. Auch wenn wir mal LRM waren, die Zeiten sind lange her, es ist ungelogen, es ist ein oder anderthalb Jahre her, wo wir LRM waren und dann haben wir aufgehört, kurz bevor wir Supreme geworden sind. Und ja, sind wieder bei Gold Nummer 1 irgendwie eingestiegen, haben uns auf jetzt hier MD1 so gesehen hochgeboostet oder MD2 und halt hochgespielt. Und seitdem hängen wir halt da auch und ja. Ne, irgendwie wird das hier nichts mehr. Denn würde ich sagen, meint mir das Video an dieser Stelle. Tut mir leid, dass es halt nur so schnell ging, dass ihr nicht so viel gesehen habt. Aber für einen kleinen Lacher zwischendurch war es gut. Vielleicht mache ich noch ein zweites und hänge es nachher hinten dran oder lade ein zweites heute noch hoch. Dann kommen vielleicht heute 5 oder 6 Videos, ist auch egal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein Like da. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es anders seht. Obwohl ich glaube, da sind wir uns alle eindeutig. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, abonniert uns gerne. Haut rein. Bis dann.